Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Schardt-Sauer für die FDP-Fraktion. Marion, bitte. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ja, Herr Kollege Reul, also man könnte ja fast sagen, die Landesregierung kann sich ja viele teure Kampagnen leisten. Bei dem einen oder anderen berate ich dann vielleicht auch, wenn dann Dienstleistungsrat gefragt ist. Das können wir gerne bilateral tun. Ich will mich aber auf die Sicht der FDP konzentrieren, auf diesen Haushaltsentwurf. Oder so, sagen wir mal so, was von dem Haushalt übrig geblieben ist, ja? So wie wir ja eigentlich Haushalt kennen. Und ich will heute einen weiteren Versuch unternehmen, Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren der Koalition, vorzutragen, dass der Haushalt 2021 noch erhebliche Änderungen erfahren muss, damit wir endlich so etwas haben in Hessen wieder wie eine solide Haushaltspolitik. Vorweg, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Wir wollen jetzt hier nicht sagen, CDU und Grüne können mit Sicherheit nichts für die Corona-Pandemie. Die Pandemie hat im Frühjahr 2020 alle Fraktionen in diesem Haus zum Handeln gezwungen. Wir Freien Demokraten haben uns in allen Sitzungen unserer Herausforderungen gestellt. Und wir werden weiterhin dieser Verantwortung versuchen, gerecht zu werden. Wir sind dabei aber der festen Überzeugung, dass es möglich, ja so geboten ist, trotz der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie im kommenden Haushaltsjahr nicht über das notwendige Maß neue Schulden aufzunehmen. Denn eines muss man Ihnen klar attestieren oder sagen als Programm: Corona ist kein Freibrief für Schulden. Es ist enttäuschend, gerade aus Sicht der jungen Generation, dass CDU und Grüne auf die neue Situation, wie sie sich ergibt, zu den Steuerschätzungen komme ich gleich, nicht reagiert. Statt veränderte Einnahmen zum Anlass zu nehmen, es ist ja schon ein bisschen putzig, Herr Kollege Reul, wenn Sie fragen, nach Hilfe fragen bei der FDP, wie man seine Ausgaben überprüft. Also jeder schwäbische Haushalt und auch hessische Haushalt kann das, die Ausgabenpolitik bei sinkenden Einnahmen auf den Prüfstand zu stellen und Anpassungen vorzunehmen. Aber das müssen Sie ja auch gar nicht, liebe Kollegen. Sie können sich ja auf Ihrer Flauschewolke Sondervermögen mit 12 Milliarden Kreditermächtigungen ausruhen. Das ist ja auch ein weiches Kissen. Warum soll man sich dann anstrengen? Haushalt 2021, wir hören es ja hier bei allen Einzelplänen, weiter so, alles tutti, alles toll, weitermachen mit irgendwelchen tollen Förderprogrammen für die grüne Welt. Es gäbe aber eine gute Ausgangslage, und das ist ja so ein bisschen tragisch in Hessen, für solides Haushalten. Denn Hessen hat kein Einnahmeproblem. Und nach der November-Steuerschätzung kann das Land nicht nur mit einer weiteren Abminderung der Ausfälle 2020, sondern auch mit einer Erholung der Einnahmen rechnen. Der Finanzminister aber bleibt bei seinem Klagegesang. Er trauert den im Herbst 2019 vor Corona. Das muss man ja schon sagen. Es gab eine Zeit davor, und wir leben mittendrin, müssen sehen, wie es danach wird, in Aussicht gestellten noch höheren Steuereinnahmen nach. Er redet immer von 180 Millionen mehr als 2019. Statt von 180 Millionen mehr als 2019, er redet lieber von 1,29 Milliarden weniger. Liebe Kollegen, das ist so ein bisschen wie die Betrachtung mit dem Glas Wasser. Man kann es so oder so sehen. Und ich komme wieder an den Punkt. Man könnte sagen, es ist eine etwas verwöhnte Landesregierung. Nach Jahren der großzügigen Geldausgaben. Schwarz-Grün kann keine solide Haushaltspolitik. Musterbeispiel war doch dokumentiert, erinnern Sie sich an die Debatte, Plenarprotokolle im Februar dieses Jahres, zuletzt 2020. Steigende Einnahmen wurden aufgesaugt durch höhere Ausgaben. Das ist schon eine Leistung. Und das Jahr für Jahr, immer mehr Fantasie. Und die aktuellen Zahlen bestätigen es immer wieder. Die Steuereinnahmen im IST, sie liegen inzwischen bei 22,57 Milliarden.
nach der November-Schätzung. 2021 22,7, 2022 23,7. Über eine Milliarde mehr als im IS 2019. Und deshalb nochmal, das muss man nicht erklären, sondern man muss es nur lesen, Hessen hat kein Einnahmeproblem. Hessen hat ein Ausgabeproblem, weil wenn von den Einnahmen immer weniger übrig bleibt, gebe ich zu viel aus. Und da zeigt sich sehr schön die Haltung dieser Landesregierung in den Einzelplänen. Aber wir sind beim Einzelplan 06. Warum sollen dann die anderen folgen, wenn schon der Finanzminister, der ja eigentlich der Regisseur sein sollte, auch in den Chefgesprächen, spart mal, aber mit einer Einstimmenmehrheit so viel Druck ausüben, ist auch nicht so gesund. Gleichwohl, der Anspruch eines Finanzministers sollte es ja sein, mit leuchtendem Beispiel voranzugehen. Und es wurde mehrfach angesprochen, das Beispiel Personal. Nein. Und versuchen Sie es doch nicht immer wieder. Wir reden nicht von der Polizei. Wir reden nicht von den Polizisten, den Lehrern, den Menschen, die wirklich Dienst draußen tun, in der Finanzverwaltung, in der Justiz, die Geschäftsstellen, die ich eben. Wir reden von dem Aufwuchs in den Ministerialkapiteln, in den Ministerbüros. Übrigens, sehr gerne können wir uns mal ganz genau die grünen Ministerien anschauen. War ja jetzt auch so ein interessanter Prozess in Rheinland-Pfalz mit ihrer Umweltministerin da. Und der Aufwuchs im Ministerialkapitel 06, der ist enorm und der hat nichts mit den Polizisten zu tun. 2021 15 Beamtenstellen mehr. Seit 2014, wir wollen ja eine Kontinuität und Schwankungen aufgreifen, 69 Stellen auf 329. Das Finanzministerium wächst munter, obwohl wir inzwischen den IT-Bereich hier rausgenommen haben. Das darf man nicht vergessen. Gleichwohl werden immer wieder, und auch dieses Jahr wieder, wir hatten es in der kursorischen Lesung nachgefragt, für den Bereich Online-Zugangsgesetz werden immer noch neue Stellen im Finanzministerium geschaffen. Damit wir uns richtig verstehen, mehr Personal vor Ort, ja, aber in den Ministerien, nein. Und dabei muss man sich auch noch einmal, es kommt etwas zu kurz, aber die wachsen auch gedeihlich, das sind die Landesbetriebe. Die HZD, die prächtig gedeiht. Auch Bereich Digitalisierung könnte man sich ja ehrlich gesagt auch mal anschauen. Da haben wir ja lauter Rat nachgefragt. Und dazu gehört auch das LBIH. Dort werden 6 zusätzliche Stellen für das Projekt E-Justice geschaffen. Die Stellen aber nicht befristet. Klassisches Mittel, Projektmittel befristet, Stellen unbefristet. Menschen sind da, Personalkörper wächst, super Haushaltspolitik. Und die Personalausgaben wachsen in Hessen, sie wachsen und wachsen in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 auf 12 Milliarden. Das sind 40%, werte Kolleginnen und Kollegen, 40% der Gesamtausgaben, die wir im Personalbereich haben. Zugleich sinken die Investitionsausgaben auf jetzt 7,6%. Und der Finanzminister hat eine seiner vielen Pressekonferenzen überschrieben, die Titel variieren ja immer ein wenig. Eine der letzten hieß beherzt investieren. Ja, nur wenn die Investitionsquote immer weiter sinkt, fragt man sich, wo investiert eigentlich diese Landesregierung? Und wenn es werden Prioritäten falsch gesetzt. Und ich möchte Ihnen mal ein kleines, Herr Reul, Sie haben ja gefragt, lieber Kollege, wo man dann sparen könnte. Ein kleines Beispiel, das aber für so symptomatisch für den Umgang und wie das in all den Jahren immer weiter anwächst. Nehmen wir einmal die Evaluierung Leo. Medial sehr gerne diskutiert. Eine interessante Frage, hat sich dieser Ansatz, hat er sich gelohnt? Es gab Fehlentwicklungen und dringlichst angemahnt. Es war schon wieder Monate her. Corona unter Corona läuft ja auch einiges so ein bisschen unterm Radar durch. Ich nenne Sie mal die Staatsholding PD. Das ist so ein Beraterkonglomerat. Damit hebeln wir die Vergaberegeln aus. Das wäre ja ganz schön, aber nach Monaten der Sichtung müssen weitere 2 Millionen für Unteraufträge, weil die Expertise und Erkenntnisse der PD reichen immer noch nicht.
Also ich bin ehrlich mal gespannt, ob die Evaluierung noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden kann. Und wie gesagt, 2 Millionen nächstes Jahr, und so geht das immer weiter. Beraterverträge, Evaluierungsverträge, Glücklichmachverträge, Untersuchungs-Monitoring-Verträge. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie da mal durch die Ressorts gehen, da werden Sie einiges finden, und besonders biotopisch sind die grünen Ministerien. Die nächste Evaluierung, Projektmittel, neue Stellen sind übrigens schon angedacht für die Neuausrichtung des HCC. HCC soll jetzt auch ein Landesbetrieb werden. Es gibt übrigens hübsche Direktorenstellen, die sind besser besoldet oft. Nur, wir müssen uns doch jetzt fragen in dieser Krise, macht das alles Hessen zukunftsfähig? Sind das die richtigen Prioritäten? Solide Haushaltspolitik, umgekehrt, wenn man die Ausgaben senkt, sie zeigt sich auch darin, wie man in Krisenzeiten wirtschaftet. Man hat Rücklagen. Der Haushalt, ein kleiner Haushalt sagt, ich habe Sparbuchle. Und Hessen, wir haben dank unserer Bürgerinnen und Bürger und der Firmen haben wir diese Rücklagen. Wir hatten zum einen die Konjunkturrücklage, die haben wir in Höhe von 1 Million im Nachtragshaushalt aufgelöst. Für den Haushalt 2021 stünde noch die allgemeine Rücklage. Für die Zeit der Not, klassisch Rücklage, Sparstrumpf zur Verfügung. Das könnte zur Minimierung der Kreditaufnahme verwendet werden. Denn die machen Sie auch im Kernhaushalt. Und dass dies möglich ist, bevor Herr Kaufmann, er ist ja leider heute nicht da, ich habe eigentlich schon daran gedacht, sich wieder aufregt, zeigt ein Blick in die mittelfristige Finanzplanung. Nicht hier, wir haben uns heute Morgen schon am Parkplatz getroffen. Dort will Schwarz-Grün, für den, ich weiß nicht, was da zu lachen gibt, Herr Wallbasier. Dort will Schwarz-Grün bei der allgemeinen Rücklage will Schwarz-Grün in 2024, und gucken Sie sich mal genau diese mittelfristige Finanzplanung an. Das ist ja die Ansage bis zur nächsten Wahl. Was wollen Sie von Schwarz-Grün dem Wähler präsentieren? Ja, Sie wollen die allgemeine Rücklage von 600 Millionen auflösen. Also jetzt nicht. Jetzt machen wir lieber erst einmal Kredite hier im Kernhaushalt. Das kann man ja schön begründen bei Corona. Aber im Wahlkampf 2023, seht her, liebe Leute, 2024, schwuppsdiwupps, keine neuen Schulden mehr. Das ist keine solide Haushaltspolitik, lieber Herr Kollege Reul, wie Sie eben so schön sagte. 2021, 2022 und 2023 völlig losgelöst auf Pump der Wolke Sondervermögen leben und dann einen auf Sparkommissar machen. Seriös ist, haben wir Freien Demokraten ein anderes Verständnis von Haushaltspolitik. Sie könnten nämlich sehr gut auf die Zuführung aus dem Sondervermögen verzichten. Dort nehmen Sie neben den zulässigen 840 im Kernhaushalt ja weitere 460 Millionen auf, die Sie wiederum dem Kernhaushalt zuführen. Den Verzicht könnten Sie abschmelzen. Das wollen Sie aber nicht. Es ist ja bequemer, als mal zu denken, was man sparen könnte. Solide Haushaltspolitik, die wäre nämlich möglich. Ich komme wieder zum Kernsatz. Und er zeigt auch, dass der Ansatz von FDP und SPD richtig war. Es ist nämlich Zeit für einen Kassensturz. Was hätte nämlich das Modell Nachtragshaushalt 2 gebracht? Und was bietet das Sondervermögen? Und nach den Bewilligungen, ist ja schön, wenn man so Kassensturz sieht, die Zahlen sind so wunderbar, weil die sind halt da. Und 2020 bei 1,7 Milliarden haben Sie 1,2 Milliarden Bewilligungen gemacht. Aus dem Nachtrag 1 noch einmal 2,9. Verausgabt waren aber Anfang Oktober nur 1,5 Milliarden. Sie hätten sich also im Rahmen des einstimmigen Beschlusses des Landtags vom März bewegt, der Ihnen nämlich 2 Milliarden Ausgaben zur Bekämpfung zugebilligt hätte. Es hätte alles abgedeckt in diesem Jahr. Es hätte kein Sondervermögen gebraucht, wie Sie gesagt haben, schnell, gewaltig und massiv. Braucht es nicht. Es braucht vor allen Dingen keinen verfassungswidrigen Schattenhaushalt. Die Zahlen, werte Kollegen, sprechen eine klare Sprache. Zum Bereich der Kommunalfinanzen müssen Sie zum einen darlegen, wie Sie dann diese Vereinbarung der Landesregierung mit den Kommunalen Spitzenverbänden konkret umsetzen wollen. Darauf sei auch der Fokus gerichtet. Da fehlt es nämlich noch am konkreten Werke. Donnerstag steht das Finanzausgleichsgesetz zur Diskussion an. Mal schauen, ob da Anträge kommen. Aber eines wurde auch klar, werte Kollegen von Schwarz-Grün. Bei der Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände hier, bei dieser,
wurde eins ganz klar. Sie können noch so tolle Vereinbarungen schließen. Der Druck, der Kessel, der auf dem Kessel ist, der ist absolut groß bei der Finanzierung der Kinderbetreuung. Das Land ist hier gefordert. Die Kommunen sind nicht an der Grenze, sondern sie sind schon abseits ihrer Leistungsfähigkeit. Das sind Zukunftsausgaben, und da müssen Sie Ihre Prioritäten setzen. Hier müssten Investitionen fließen und nicht immer dieses Rückziehen auf Pauschbeträge. Und vor allen Dingen, lassen Sie mich schließen, Sie wollten noch einen kostenlosen Rat, wie Sie Geld sparen können, nicht für Landeskampagnen, sondern mit Masken und dass die Leute, die Bus fahren, nicht mehr wissen, welche Kampagne ist. Und das jetzt noch, die mir etwas erklärt. Dafür brauchen Sie keine Millionenbeträge ausgeben. Investieren Sie in Kinder, investieren Sie in Zukunftsausgaben, und dann können wir mit Sicherheit auch eher solchen Haushaltsansätzen nahtreten. Aber so bleibt es unseriöse Handwerkstechnik. Vielen Dank. Danke, Frau Schardt-Sauer. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir heute über die Einzelpläne des Hessischen Finanzministeriums, der allgemeinen Finanzverwaltung und auch der staatlichen Hochbaumaßnahmen debattieren, sollten wir schon zunächst, und das haben ja auch einige Vorredner getan, noch einmal auf die milliardenschwere Kreditaufnahme in Form des Sondervermögens zu sprechen kommen. Ja, und in der gestrigen Generaldebatte, darüber habe ich noch ein bisschen nachgedacht, hat der Ministerpräsident Volker Bouffier ja gesagt, er hätte sich nie erträumt, mal die Zustimmung für sein politisches Handeln von der Linkspartei zu bekommen. Ich möchte das, meine Damen und Herren, mal ein bisschen umdrehen. Ich hätte mir ehrlich gesagt auch nie träumen lassen, dass ausgerechnet die zwei Parteien, die uns jahrelang gepredigt haben, Schulden machen sei des Teufels, die die knausrige schwäbische Hausfrau zum ideologischen Vorbild allen fiskalpolitischen Handelns verklärt haben, ja, dass ausgerechnet diese zwei Parteien ihre fiskalpolitischen Grundsatzüberzeugungen in der Krise über Bord werfen. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Aber das Abenteuerliche ist ja, die Behauptung von Ministerpräsident Volker Bouffier, dass nur das solide Wirtschaften der letzten Jahre jetzt ermöglichen würde, eine solche Kreditaufnahme zu machen, die ist doch wirklich abenteuerlich. Von 1,42 Milliarden Landesschulden haben Sie in den letzten Jahren lediglich 800 Millionen € abgebaut. Wie diese Minimalleistung, die ich im Übrigen nie für besonders sinnvoll gehalten habe, nun ermöglichen soll, dass man 12 Milliarden Kredite aufnehmen kann, das ist eine Rechnung, die sich mir nicht erschließt und die wahrscheinlich nur eine Funktion erfüllt, Ihr schwarz-grünes schlechtes Gewissen zu befriedigen. Und ja, und jetzt weiß ich, dass es dem manch einen in der CDU besonders schwerfällt oder besonders wehtut. Aber klar, wenn CDU und GRÜNE in der Krise endlich einsehen, dass man, Zitat Ministerpräsident Bouffier, ohne Neuverschuldung nichts machen kann, ja, dann sind wir doch die Letzten, die sich diesem Erkenntnisgewinn verschließen, diesen kritisieren, auch wenn wir die Sorge haben, dass er nicht von besonderer Dauer zu sein scheint. Denn der Haushaltsentwurf zeigt doch eindeutig, ohne die Kreditaufnahme durch das Sondervermögen wird es gar nicht gehen. Aber, und das ist auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang, es geht ja nicht allein um das Sondervermögen. Die Landesregierung plant darüber hinaus, 840 Millionen € weitere Kredite aufzunehmen und hat 250 Millionen € ungedeckte globale Minderausgabe eingeplant. Allein im laufenden Jahr rechnet die Landesregierung in der Finanzplanung mit einem negativen Finanzierungssaldo von 3 Milliarden €, und im nächsten Jahr sind es dann noch einmal 770 Millionen €. Und angesichts dieser groß angelegten Kreditaufnahme, die wir als LINKE, wie im Übrigen viele Ökonomen auch, alles andere als verwerflich finden, betont der Finanzminister Boddenberg doch allen Ernstes, dass die Schuldenbremse weiter gelten würde. Sie bestehen ja darauf, dass die Regeln der Schuldenbremse ja im Grunde eigentlich und überhaupt und ganz grundsätzlich und generell ja und überhaupt weiter gelten würde. Wissen Sie was? Ich glaube, die Zahlen zeigen eine andere Interpretation. Die Schuldenbremse, die Sie jahrelang propagiert haben, die ist krachend gescheitert. Das zeigen die Entwicklungen in diesem Jahr. Denn
völlig klar, in der Krise ist doch mit einem Verbot von staatlicher Kreditaufnahme überhaupt kein Staat zu machen. Und blicken wir noch einmal auf die mittelfristige Finanzplanung. Bis 2024 veranschlagen Sie 1,5 Milliarden an Globalpositionen, also ungedeckte Schecks. Im Jahr 2024 wollen Sie dann endlich wieder Ihre doch ach so geliebte schwarze Null erreichen, allerdings eben auch nur durch eine globale Minderausgabe von 450 Millionen und mit 400 Millionen aus den Rücklagen. Und auch dabei wollen Sie uns erklären, die Schuldenbremse, die gelte doch weiter. Also ich glaube, diese Zahlen, die zeigen, dass Ihre Interpretation doch mehr dazu dient, Ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, als der Realität standzuhalten. Für uns als Linke ist völlig klar, wir haben aus politischer Überzeugung der Aussetzung der Schuldenbremse und der Einrichtung eines Sondervermögens zugestimmt. Und wir werden dafür kämpfen, dass das der Anfang vom Ende der Schuldenbremse sein wird. Und damit es da aber kein Missverständnis gibt, falsch finden wir, dass Sie bereits jetzt schon 2021, mitten in der Krise, von der wir alle noch nicht wissen, welche fiskalischen Auswirkungen Sie in den nächsten Jahren noch haben wollen, wollen Sie schon wieder mit der Schuldentilgung beginnen. Und es steht zu befürchten, dass genau diese Mittel dann für andere wichtige Ausgaben fehlen werden. Und wenn Sie jetzt schon davon sprechen, dass Sie mittelfristig wieder konsolidieren wollen, ja, da schwant uns Böses. Und deswegen sagen wir, dass wir auch künftigen Kürzungsprogrammen massive Ablehnung und Widerstand entgegenbringen. Auf jeden Fall bleibt meine Freude aber ungetrübt, dass sich Minister Volker Bouffier jetzt, der Ministerpräsident Volker Bouffier jetzt in der Krise alte linke Erkenntnisse zu eigen gemacht hat, dass es falsch sei, in die Krise zu sparen. Ich finde das eine interessante Entwicklung. Ministerpräsident Bouffier, der alte Keynesianer, muss sich ausgerechnet in dieser Frage der Kritik der SPD erwehren, die dem Märchen der Neoliberalen auf den Leim gegangen ist und jetzt gemeinsam mit der FDP gegen öffentliche Kredite wettert, aber geschenkt. Wir sind der Meinung, in der Krise darf ein Gemeinwesen sich nicht zu Tode sparen. Sie muss aktive Konjunkturpolitik betreiben. Und das muss auch das Land tun und die Konjunktur wieder anschieben. Und nicht nur das, wir sollten Hessen sozialer, gerechter und ökologischer machen. Bei diesem Anspruch enden dann auch unsere Gemeinsamkeiten mit CDU und Grünen. Wäre Holger Bellino jetzt da, würde er tief durchatmen. Denn CDU und Grüne schaffen es trotz eines Sondervermögens von 12 Milliarden für die nächsten Jahre nicht, Hessen von einer eingefahrenen Straße auf ein neues Gleis zu setzen. Der Sinn und Zweck des Sondervermögens scheint vor allem CDU und Grüne über die Legislaturperiode zu retten. Das ist aber zu wenig für die hessischen Bürgerinnen und Bürger, die sich ein gut entwickeltes Gemeinwesen wünschen. Die Linke, wir haben im Frühjahr schon bereits einen Plan vorgelegt für einen Neustart aus der Krise, haben Änderungsanträge zum Nachtragshaushalt eingebracht, zum Sondervermögen, und wir haben deutlich gemacht, dass es noch ganz andere Hebel braucht, um einen Neustart in Hessen hinzubekommen. Nach wie vor zeigt auch dieser Haushaltsentwurf, es fehlt an Investitionen in Schulen, in bezahlbare Wohnungen, in Krankenhäuser, erneuerbare Energien und auch in die Verkehrswende. Und genauso wie wir jetzt zwar Hilfen für Großkonzerne und größere Unternehmen organisieren, aber noch immer nicht alle von der Pandemie betroffenen, besonders betroffenen Gruppen die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Und wir wollen auch nicht, dass wir wie die Bundesregierung und ich befürchte mit Zustimmung der Landesregierung Luftfahrtkonzerne gerettet werden, die dann anschließend Zehntausende Beschäftigte auf die Straße setzen. Wir wollen, dass wenn es öffentliche Gelder gibt, dann müssen die genutzt werden, um Demokratie auch in der Wirtschaft auszubauen, die Mitbestimmung auszubauen und eben den so dringend benötigten sozialökologischen Umbau einzuleiten. Wir wollen einen Weg aus der Krise in eine Zukunft, mit der wir soziale Ungleichheit und Klimakrise überwinden. Die Zeit für einen Neustart, die ist reif, und ein Blick auf Ihre Haushaltsplanungen zeigt, dass Sie diesen Neustart leider nicht ermöglichen. Interessantes ist es, wenn man sich Ihre Haushaltsplanung anschaut, dass die schwarz-grüne Landesregierung endlich nach vielen Jahren eingesehen hat, dass Personalabbau im öffentlichen Dienst einem funktionierenden Gemeinwesen nicht besonders sinnvoll für ein Gemeinwesen ist, sondern dem auch zu schaden. Von den Personalabbauprogrammen, die noch vor einigen Jahren ja von Ihnen sehr gewünscht waren, findet sich in diesem Haushaltsplanung gegenwärtig nichts.
Wir glauben aber, dass, und das werden wir auch mit unseren Änderungsanträgen deutlich machen, zur dritten Lesung, dass es an der einen oder anderen Stelle natürlich noch einen erheblichen Mehrbedarf auch bei der Personalplanung geben soll. Ein Neustart, den braucht nicht nur Hessen insgesamt, sondern den brauchen auch die Finanzierung der Kommunen, der kommunale Finanzausgleich. Wenige Jahre, muss man sagen, nach dem Alsfeld-Urteil des Staatsgerichtshofs muss die Landesregierung feststellen, dass der KFA in der Krise den Kommunen eben keine verfassungsgemäße Finanzausstattung mehr gewährleisten würde. Sonst müsste man ja nicht in diesem Maße auch nachjustieren. Und insofern finde ich, Herr Kollege Reul, ist die Übereinkunft mit den Kommunen jetzt auch nichts, worauf man so besonders kräftig stolz sein sollte aus Regierungssicht, sondern das ist eine schlichte Notwendigkeit, um die Kommunen in dieser schweren Krise nicht im Regen stehen zu lassen. Und unabhängig auch jetzt von dieser Einigung, die auch wir ja im Grundsatz begrüßt haben, zeigt sich, dass in der Frage der Finanzierung der Kommunen insbesondere für die nächsten Jahre noch einige Fragen offen sind und dass noch immer die Sorge bleibt, dass die Kommunen in den nächsten Jahren dann wieder zum drastischen Kürzen gezwungen sein werden. Und zumindest bei mir sind die Erinnerungen an die durch die Landesregierung erzwungenen Kürzungen der vergangenen 10, 15 Jahre noch zu frisch, als dass ich jetzt so besonders optimistisch in die Zukunft schauen würde. Im Rahmen der Allgemeinen auf die Redezeit hin. Ja, genau. Im Rahmen der allgemeinen Finanzhaushalte, Finanzverwaltung sprechen wir auch über die Frage, wie man Haushalte eigentlich besser und gerechter finanziert. Sie kennen da die innovativen Vorschläge der Linken. In der Krise kann man sich eine alte Idee der CDU, nämlich die des Lastenausgleiches, zu eigen machen, eine einmalige Vermögensabgabe erheben, um die Reichen und Superreichen angemessen an den Krisenkosten zu beteiligen. Und vielleicht wäre das ja auch noch mal ein Tipp für die hessische CDU. Richten Sie doch dem Vorsitzenden Ihrer Bundestagsfraktion, Herrn Brinkhaus, aus, dass die Länder auch gerne einen Anteil von dieser Abgabe hätten. Dann müsste man sich auch nicht an anderer Stelle streiten. Also, wir sind der Meinung, die Kosten der Krise sollen diejenigen Schultern tragen, die besonders stark sind. Und im Übrigen, weil wir auch über den Einzelplan 18 reden, zeigt es noch einmal auf PPP-Projekte. Auf die können wir verzichten. Die Leo-Evaluierung, die wird aus unserer Sicht, wenn sie vernünftig angelegt ist, nur zeigen, dass diese Projekte dem Land Hessen geschadet haben. Und wenn man sich etwas einsparen kann, dann öffentlich-private Partnerschaften. Sie nutzen vor allem privaten Investoren und schaden der öffentlichen Hand. Vielen Dank. Danke, Herr Schalauske. Für die Landesregierung bitte ich Herrn Staatsminister Boddenberg ums Wort. Ja, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank zunächst einmal für die, wie ich finde, trotz aller Meinungsunterschiede sehr sachliche Debatte. Und ich will vielleicht einen Kollegen der Opposition herausgreifen, Herr Weiß. Wir beide, glaube ich, kennen uns seit vielen Jahren aus den unterschiedlichen Aufgabenstellungen im Parlament. In der neuen Form der Zusammenarbeit als Finanzminister, ich mache das jetzt seit 8 Monaten, habe ich Sie und einige andere Haushaltspolitiker etwas näher kennenlernen dürfen. Und ich glaube, Sie alle hier im Hause kennen Herrn Weiß als jemand, der sehr scharfzüngig sein kann, ironisch sein kann, manchmal so die Grenze in Richtung Zynismus noch so gerade verhindert. Aber ich will sagen, es ist eine sehr faire Auseinandersetzung. Und da würde ich einfach mal Danke sagen. Und das sage ich nicht, um die Stimmung jetzt in irgendeiner Form zu beeinflussen, sondern wirklich so, dass ich sage, das ist eine der Erfahrungen, die ich nicht erwartet hätte, dass ich sie mache. Und das darf man ja auch mal zu Beginn einer solchen Debatte sagen. Ich will ausdrücklich ein zweites feststellen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt schadet, Herr Weiß, in Ihrer Fraktion. Also mir schadet bisher das Lob von Herrn Schalauske auch nicht, also jedenfalls nicht so, dass ich es wahrnehme. Insofern, glaube ich, muss das unter Demokraten auch mal möglich sein, dass man mal außerhalb der Tagesordnung Dinge sagt. Ich will ein zweites sagen, und das ist eine Erfahrung, die ich natürlich erst recht gemacht habe. Hier ist in diesen Tagen heute und gestern schon über den Haushalt insgesamt, aber auch über die einzelnen Einzelpläne in der Sache zu Recht gestritten worden. Das ist die Aufgabe eines Parlaments.
Aber ich will vielleicht aus meiner neuen Brille als Finanzminister aus den Chefgesprächen sagen, und das sind, wie Sie wissen, die Gespräche, die man zur Haushaltsaufstellung mit den Kolleginnen und Kollegen der Ressorts jeweils zu führen hat, eines nicht aufgefallen, nämlich dass es eine Kollegin oder einen Kollegen gibt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, eigentlich habe ich ein bisschen zu viel in den Budgets und kannst du noch irgendwo was zurücknehmen? Ich glaube, niemand von Ihnen wird erwarten und unterstellen, aber eben auch nicht erwarten, dass ein Wirtschaftsminister, eine Umweltministerin, weil die beiden gerade hier sitzen, kommen und sagen, wir haben da Ausgabenpositionen, die man eigentlich nicht braucht. Und jetzt mal im Ernst, bei dem Eindruck, den Frau Schardt-Sauer regelmäßig versucht zu vermitteln, so nach dem Motto, man müsste mal in der Verwaltung sparen, Aufgabenkritik, da kann ich auch nach dieser Debatte nicht feststellen, Frau Schardt-Sauer, dass Sie an irgendeinem Punkt mal wirklich konkret geworden sind, sodass es spürbar auch für den Haushalt des Landes Hessen zu einer Entlastung führen würde. Sie kommen dann mal mit drei Mitarbeitern in irgendeinem M-Büro oder ähnlichen Kalibern. Aber es ist sehr abstrakt, dieser Vorwurf. Und wenn Sie denn mit Herrn Al-Wazir in Chefgesprächen oder wo auch immer, auch in der kursorischen Lesung, gehe ich mal davon aus, darüber reden, brauchst du das, brauchst du das, brauchst du das, wird er, glaube ich, in aller Regel und die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen gute Gründe vortragen, warum wir glauben, dass man ein Mehr an Personal, ich nehme jetzt mal den Punkt in der Straßenbauverwaltung oder im Bereich der Digitalisierung oder im Bereich der Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitskonzeptes der Landesregierung durchaus auch personell verstärken muss. Und ich darf für meinen, in Anführungsstrichen, Bereich, Verantwortungsbereich Einzelplan 06, Finanzministerium und nachgelagerte Behörden sagen, meine Fantasie ist jedenfalls auch in den ersten 8 Monaten nicht deutlich gewachsen, wo es möglich ist, beispielsweise in der Steuerverwaltung massiv Personal abzubauen und einzusparen. Ich sage im Gegenteil, hin und wieder etwas salopp, ist die einzige Verwaltung oder der einzige Teil der Verwaltung, der für Umsätze sorgt. Das sind nämlich diejenigen, die dafür sorgen, dass Steuern, die wir in Gesetzen festgelegt haben, tatsächlich auch gezahlt werden und wo sie nicht gezahlt werden und wo es Interpretationsspielräume beispielsweise im Streit mit Unternehmen und deren Beratern gibt, brauchst du eine Steuerverwaltung, die a. quantitativ gut ausgestattet ist und b. vor allen Dingen qualitativ gut ausgestattet ist und den Entwicklungen von vielen Branchen, die rasant sind teilweise, auch in der Frage der steuerlichen Bewertung, sind die Anforderungen nicht weniger, sondern dramatisch gestiegen. Und insofern ist, glaube ich, eine Stellenhebung in dem Bereich für einige hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem mittleren Dienst in den gehobenen Dienst durchaus nicht nur angebracht, sondern dringend erforderlich. Und ich gehe damit schon nicht mehr auf das eigene Haus ein, sondern will sagen, und so können Sie in jedem Einzelplan jede Frage stellen und jeden Punkt auch kritisieren, aber eben nicht kritisieren, dass Kolleginnen und Kollegen im Kabinett nicht für ihre in Anführungsstrichen Interessen, hätte ich fast gesagt, nein, nicht für ihre Verantwortlichkeiten auch mit dem Finanzminister gestritten haben. Und das ist ein Streit, der muss sein, weil am Ende des Tages die Gesamtverantwortung natürlich a. in der Landesregierung insgesamt, aber vor allem beim Finanzminister dafür liegt, dass auch in einer solchen Krise wir irgendwann und möglichst bald wieder in eine Situation kommen, die wir vor der Krise hatten. Und der Schalauske ist ja falsch. Ich glaube, Sie haben es gesagt. Es ist ja falsch, dass wir gerade mal, was haben Sie gesagt, 600 Millionen Euro oder so etwas getilgt hätten. Wir haben seit 2016 3 Milliarden Euro zur Seite gelegt bzw. in Tilgung gesteckt. Ja, können Sie jetzt mal gucken. Vielleicht revidieren Sie ja dann auch das, was Sie hier vorgetragen haben. Immerhin 3 Milliarden Euro in 4 Jahren, von 2016 bis 2019. In Form von Rücklagenbildung, Konjunkturrücklage. Wir hatten im Ausschuss, glaube ich, darüber gesprochen, wo ist denn da der Unterschied zwischen konjunkturellen Rücklagen und Rücklagen außerhalb der konjunkturellen Rücklage, in die Altersvorsorge und in die Tilgung investiert. Und ich sage Ihnen eins sehr deutlich, und das ist eine klare Ansage an Sie, daran wird sich in meiner Position kein Millimeter ändern, dass das die Politik sein muss, zu der wir möglichst schnell wieder zurückkehren müssen. Und da gibt es kein Vertun bei der CDU und in dieser Koalition. Und ich hoffe auch übrigens nicht bei denjenigen, die seinerzeit die sogenannte Schuldenbremse mit implementiert haben, durch die Befragung auch bei der Verfassung der Hessinnen und Hessen. Und ich sehe übrigens auch im Bund niemanden, der davon weg will, bis hin zu dem Bundesfinanzminister, der hier häufig von der SPD oft gelobt wird, bei dem ich auch mal hin und wieder übrigens Herr Weiß Danke sage, bei dem ich aber mit manchem auch nicht einverstanden bin. Das könnten wir jetzt hier an einem Teil Solo-Selbstständige sehr festmachen.
Aber alle die, die ich dort kenne, die in Verantwortung sind, sagen, wir müssen sehr schnell wieder auf den Konsolidierungspfad zurückkommen. Und deswegen stellt sich für mich und uns in dieser Krise ein Dreiklang dar, auch was die Vorgehensweise und die Verantwortlichkeiten von Politik anbelangt. Der erste Teil ist natürlich die Krisenbewältigung. Ja, da sind wir häufig noch Feuerwehr und nicht dabei, neue Brandschutzkonzepte zu entwickeln. Wir sind in vielen Dingen, die dort passieren, immer noch ungeübt, weil sie so schnell auf uns zukommen und weil sie anders sind, als wir sie vor zwei Wochen noch geplant hatten. Das Zweite ist, wir müssen den Menschen draußen Stabilität und möglichst viel Sicherheit vermitteln und ihnen vermitteln, dass wir einen Plan haben, auch wenn dieser Plan ständig nach- und neu justiert werden muss. Aber vom Grundsatz her können und dürfen wir den Menschen auch Sicherheit und Stabilität vermitteln, weil wir sind in der Lage, und da bin ich durchaus mal, nicht in den Formulierungen, Herr Weiß, aber in der Grundposition des Bundesfinanzministers einig mit ihm, sind wir in der Lage, in der Bundesrepublik Deutschland und allen voran in Hessen, das, was wir da gerade machen, auch zu stemmen und damit zu verantworten. Und das Dritte ist, wir müssen in die Zukunft schauen. Ja, es gibt hoffentlich möglichst bald auch mal eine Zeit nach der Krise. Und da gucken Sie bitte gemeinsam mit mir den Haushalt 2021 und in die mittelfristige Finanzplanung rein und werden einige Schwerpunktsetzungen, einige glasklare Schwerpunktsetzungen dieser Koalition entdecken. Zum einen werden Sie dort entdecken, dass wir den Koalitionsvertrag weiterhin auch in der Krise aufrechterhalten. Mit wenigen Einschränkungen sicherlich in der mittelfristigen Finanzplanung kann man das sehen, auch sagen, da kann es ein bisschen langsamer sein. Aber im Grunde wollen wir bei dem, was wir dort in drei Wochen intensiver Verhandlungen vor zwei Jahren verabredet haben, bleiben. Das heißt die Schwerpunktebildung. Ja, das heißt die Schwerpunkte-Digitalisierung. Man kann es ja fast nicht mehr hören, aber ich bin ja einverstanden damit, wenn wir mea culpa rufen, Asche aufs eigene Haupt streuen und sagen, Deutschland insgesamt ist in der Digitalisierung sicherlich nicht dort, wo es sein könnte. Aber hin und wieder erlaube ich mir auch die Bemerkung, andere sind weiter als wir. Ja, stimmt, Nordamerika in Teilen. Wir reden dann über Albanien und solche Exoten. Ja, das kann man auch machen im Vergleich, aber ich vergleiche uns schon mit anderen Volkswirtschaften. Ja, da gibt es Regionen, die sicherlich weiter sind. Aber ob ich in den Regionen, wo die Digitalisierung prosperiert in den USA leben wollte, das lasse ich mal dahingestellt. Also da ist häufig in einer Art und Weise ein fast Digitalisierungswahn entstanden, dass ich glaube, hin und wieder macht Sinn, dass man mal kurz innehält und überlegt, ist das alles so richtig, wie das läuft? Auch was übrigens die Entwicklung der Wirtschaft anbelangt. Trotzdem, Digitalisierung, einverstanden, hat ganz, ganz viele Vorzüge, über die wir hier häufig schon gesprochen haben und wo wir besser und schneller werden müssen. Das gilt dann auch für Hessen, mit aber allen anderen Ländern im Verbund der Bundesrepublik Deutschland. Ich und wir haben die Klimakrise nicht vergessen, und sie kommt so sicher wie das Amen in der Kirche, darf ich vielleicht als Christ sagen, sie kommt so sicher wie das Amen in der Kirche wieder auch in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich auf uns zu, und das mit Recht. Und ich bin heilfroh, das darf man auch mal parteipolitisch sagen, auch aus der Provinz herausrufen, dass in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten jetzt ein Präsident ins Amt eingeführt wird, der dort wieder einen deutlich anderen Schwerpunkt setzt als der Ignorant, der es bisher dort im Amt versäumt hat, die richtigen und zentralen Entscheidungen zu treffen. Ja, wir werden nach der Krise sicherlich wieder eine ganz rasante Entwicklung in allen Fragen der Mobilität haben. Das hat auch mit Klimaschutz zu tun, aber es hat vor allen Dingen mit Versorgungslagen, insbesondere im ländlichen Raum, zu tun. Dort setzen wir mit dem Haushalt, wie ich finde, sehr klare und deutliche Schwerpunkte. Jetzt kann man dort über den Landesstraßenbau reden und über die 180 Millionen, wie viel es jetzt, glaube ich, sind in Summe, und das immer auch klein machen. Man kann aber auch mal darüber reden, dass ich glaube, die Frage der Verkehrsträger bei uns jedenfalls nicht mehr schwarz-weiß, sondern immer im Verbund und trägerübergreifend diskutiert und implementiert wird. Und da, finde ich, sind wir an vielen Stellen auf gutem Weg, insbesondere übrigens auch, was die digitalen Hinterlegungen der Verkehrssteuerung anbelangt. Und, meine Damen und Herren, die Demografie und den ländlichen Raum will ich nur noch einmal erwähnen, weil ich glaube, dass auch das Thema uns wieder massiv in den nächsten Jahren begegnen wird, dass Menschen, nämlich was die Lebenssituationen in städtischen Milieus und im ländlichen Raum anbelangt, weiterhin viele Forderungen an die Politik haben wird, völlig zu Recht. Und als Frankfurter wiederhole ich das, was ich häufig auch in Frankfurt selbst sage. Wenn wir im ländlichen Raum einen guten Job machen, lösen wir damit mittelbar und eigentlich auch unmittelbar viele Probleme der größeren Städte, auch des Ballungsraums und der Stadt Frankfurt am Main. Und, meine Damen und Herren, ich will nur noch einmal daran erinnern, alle wissen, wie Hessen
als internationaler Standort seinesgleichen in Deutschland suchend, abhängig sein wird davon, wie sich Europa weiterentwickelt, wie sich nach dem Brexit unter anderem die Finanzdienstleistungsindustrie, aber nicht nur die, mit dieser neuen Situation wird auseinandersetzen müssen. Diese Landesregierung, ich eingeschlossen, aber auch der Wirtschaftsminister, die Europaministerin, sind regelmäßig im Gespräch mit den Playern, wie man das so neudeutsch sagt, dort, um darüber zu reden, was passiert, wenn es keinen Vertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gibt. Im Zusammenhang mit der großen Finanzkrise der Zeit 2009 bis 2011, 2012 haben wir Regeln aufgestellt, die sich in dieser aktuellen Krise teilweise als zu starr darstellen. Auch darüber reden wir regelmäßig, nämlich jetzt schon auch in Brüssel mit den in der Kommission Verantwortlichen. Darüber müssen wir dort nicht neue Instrumente, neue Bewertungen, neue Risikobewertungsmaßstäbe entwickeln, um in einer solchen Krise am Ende nicht die Kreditfähigkeit der Branche, die es am Ende stemmen und leisten muss, so einzuschränken, dass wir aus dem Konjunkturloch nicht rauskommen. Also ich deute hier nur an, auch während dieser Krisenzeit gibt es ziemlich viele sehr umfängliche und sehr komplexe Jobs, die wir erledigen müssen. Und das machen wir. Aber um es wieder auf den Punkt zu bringen, wir sind in der Haushaltsdebatte. Wir verlieren dabei nicht aus dem Auge, dass der Haushalt und das, was die Steuerzahler uns an Steuermitteln zur Verfügung stellen, damit wir ordentlich damit umgehen, mit einer glasklaren Zielsetzung auch in dieser Woche zu diskutieren ist. Von unserer Seite gibt es eine klare Aussage. Wir müssen wieder zu der, ja, ich nenne sie so weiterhin, schwarzen Null, dann weiß jeder, was gemeint ist, möglichst schnell. Wir planen das für das Jahr 2024 und ich sage Ihnen, das wird ganz viel Kraft kosten und es wird ganz viele Debatten hier über die richtigen Prioritäten kosten. Aber ich hätte es hin und wieder einfach gerne ein bisschen konkreter. Ich habe es eben an einigen Beispielen von Frau Schardt-Sauer dargelegt, will jetzt heute gar nicht mehr in den Streit eintreten, den Sie ansonsten geführt haben heute, nämlich über das Sondervermögen, ja oder nein. Das streiten wir vor dem Staatsgerichtshof. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich gehe nicht so weit wie Frau Faeser, die gestern schon, bevor das überhaupt stattgefunden und eine erste Sichtung dort und Sitzung stattgefunden hat. Ach, sie ist ja da, hallo. Ich gehe nicht so weit, dass ich schon vorher weiß, wie es ausgeht, weil Frau Faeser, glaube ich, gestern von Verfassungsbruch gesprochen hat oder es ähnlich formuliert hat. Ich glaube, wir sollten gute Rechtsstaatler sein und mal schauen, was der Staatsgerichtshof dazu sagt. Ich bin zuversichtlich, mehr sage ich nicht an Vormeinungen dazu, aber ich sage Ihnen auch, es lohnt, glaube ich, dass wir uns an anderer Stelle streiten, gerne auch dort vor dem Staatsgerichtshof. Aber die anderen Prioritäten, die wir setzen, sind Krisenbewältigung, gleichzeitig aber mit Zuversicht und Kraft nach vorne schauen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit haben wir die Einzelpläne 6, 17 und 18 abgearbeitet.